extra leise Ketten, es gibt extra stabile Ketten. Was gibt's als nächstes? Wo geht's weiter? Wenn ich heutzutage zu meinem Reifenhändler hingehe, kauft mir dort 4 neue Autoreifen, nimmt er mir die 4 Reifen wieder zurück. Das ist mittlerweile auch gesetzlich geregelt. Im Bereich der Gummiketten gibt es dort noch nichts. Es wird aber von Brüssel momentan überlegt, dort auch was einzuführen. Wir sind auch hier schon innovativ dabei. Wir haben mit einem Kooperationspartner eine Lösung gefunden für unsere Händler, das wir jetzt auch aktuell hier uns auf der Bauma dementsprechend vorstellen. Das wird dann dementsprechend... Wie funktioniert das? Können Sie mir das ganz kurz erklären? Das ist relativ einfach. Wir werden dementsprechende Entsorgungsgestelle bei den Händlern platzieren. Die werden die Gummiketten gesammelt, über ein spezielles Transportlogistiksystem wieder eingesammelt und dann von unserem Kooperationspartner zerlegt und in ihre Einzelbestandteile wieder aufgeteilt. Das heißt, das Gummi wird vom Metall wieder gelöst und dann dementsprechend dem Recyclingstoff dann halt dementsprechend zugeführt. Und es wird dann halt dieses Granulat, Eisen kommt noch mit hinaus. Heißt, aus solchen Ketten, jetzt mal ohne die Spikes, aber aus den Gummiketten wird hier Granulat? Wird und daraus Granulat, macht man, dann halt wieder für den Garten oder für die Spielplätze dann halt solche Sachen. Das klingt vernünftig. Sehr vernünftig, weil es sind sehr viele Rohstoffe letztendlich noch mit drin. Nicht nur der Stahl, gerade auch das Gummi oder die Gummiverbundstoffe dementsprechend, die dann halt für solche Sachen wieder verwertet werden.